Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen News-Sendung und wir haben heute wieder einige Themen auf Lager. Heute ist mehr Game-lastig als Hardware-lastig und ja, wir könnten eventuell den Ben fragen, ob er weiß, was für News wir heute haben. Und Ben? Nee, er weiß natürlich nicht, aber ich weiß es. Wir haben einmal PS5, PSVR-News. Da sah es ja zuerst so aus, dass Sony komplett VR hängen lässt. Und ja, da sind jetzt ein paar kleine News aufgetaucht. Da gehen wir mal ganz kurz drauf ein. Dann Quest 2 Elite Strap, Auslieferungsstopp. Also das Elite Strap wird momentan nicht mehr verkauft. Wegen eventueller Materialprobleme, die da in dem Strap herrschen. Und ja, da gehen wir mal ganz kurz drauf ein. Wer mein Elite Strap Video nicht gesehen hat, für den wird die News dann neu sein. Ja, und dann kommen wir schon zu den ganzen Games und da gibt es ein Spiel Cosmophobia, das wird auch auf der Quest erscheinen, ist ein Titel, der für PC VR eigentlich angekündigt worden ist und jetzt findet er auch den Weg auf die Quest und das ist auch cool. Es ist wie Phasmophobia, nur im Weltall und mit einem Monster anstatt Geistern und ja, da gehen wir mal ganz kurz auf den Trailer ein. Dann haben wir noch After the Fall, das ist das Game von Vertigo Games. Die haben ja schon Arizona Sunshine produziert und ja, die wollten uns einen richtig coolen Koop-Shooter bringen, sogar Vierer-Koop-Shooter und ja, der sollte 2020 erscheinen. Erscheint jetzt irgendwann, ja, frühes 2021, also das ist noch fragwürdig, wann dann genau und ich hoffe mal im ersten Quartal. Dann findet Contractors den Weg auf die Quest, also das Game wird definitiv auch von der ja, kabellosen Version profitieren, denke ich mal. Und dann haben wir noch eine Star Wars Tales from the Galaxy Edge News, eine kleine, da gehen wir mal ganz kurz drauf ein. Und dann gibt es einen Horrortitel, der jetzt für VR angekündigt worden ist und das ist der Titel Agony. Agony war eigentlich ein Flat-Titel und der wird jetzt sehr wahrscheinlich in VR erscheinen und ja, auf diese News gehen wir mal ganz kurz drauf ein. Ja, Leute, dann gehen wir erstmal ins Intro und dann werden wir uns die erste News mal vornehmen. Ja, kommen wir zum Hauptthema PS5, PSVR und ja, es gibt schon Tester, die diese Kombi jetzt schon testen durften. Leider ich nicht. Aber ja, also wir haben heute in diesem Thema ernüchternde Aussagen und dann auch wieder Aussagen, die ja erfreulicher sind. Und kommen wir erstmal zu dieser ernüchternden Aussage hier. Also erstmal muss die Einrichtung und alles, was dazugehört, weiterhin gut funktionieren. Man schließt alles an. Man braucht jetzt für die PS4-Kamera einen Adapter, den es kostenlos bei Sony zu bestellen gibt. Der Link ist hier auch in der Beschreibung oder im Linktitel. Und ja, dann könnt ihr mit diesem Adapter die Kamera auf ein USB-Gerät adaptieren und somit kann die dann in die PS5 eingesteckt werden. Ihr benötigt somit zwei USB-Schnittstellen, das ist jetzt hier auch ein Negativ-Manko. Also wenn man PS5 und PSVR nutzt, dann hat man nur noch eine Schnittstelle frei und ja, wenn man dann noch eine externe Festplatte anschließt, sind die wohl komplett ausgereizt. Und hier wird dann auch schon gesagt, man sollte am besten dann ein USB 3.1 Hub dann sich kaufen und somit hat man dann das Problem nicht. Die Kamera soll wohl hinten angeschlossen werden, weil da wohl die 3.1-Port sind. Und ja, die Einrichtung funktioniert ganz gut. Einmessvorgang für die IPD-Einstellung und so weiter muss wohl ganz gut sein. Und die Spiele, die digital erworbenen Spiele, können ganz einfach mit dem Konto dann installiert werden. Wenn ihr PSVR-Titel habt als CD, könnt ihr diese auch einfach so installieren. Ein Titel, der jetzt nicht funktionieren soll, ist Robinson The Journey. Der soll aktuell nicht funktionieren. Ich weiß auch nicht, ob der komplett niemals funktionieren wird. Da brauchen wir noch ein paar andere News. Vielleicht wird es da noch mal was geben. Ein Update oder so, da habe ich mich jetzt noch nicht so mit befasst. Und ja, also hier wird jetzt gesagt, es gab noch keine grafischen Verbesserungen. Zu diesem Thema kommen wir aber gleich auch nochmal. Und es soll wohl ein paar Verbesserungs-Sachen geben bei den Ladezeiten. Die müssen wohl ein bisschen besser sein.
Außer bei Iron Man wird hier ja, negativ bemerkt oder vermerkt, dass das immer noch sehr lange braucht. Aber es ist auch noch absolut wahrscheinlich nichts auf PS5 ja, optimiert worden. Und von daher muss man da einfach mal abwarten, ob das Ganze noch optimiert wird. Und ich denke, da werden die auf jeden Fall noch dran arbeiten. Und ja, hier wird jetzt gesagt, das Ganze ist momentan noch keine Offenbarung. Und dass zum jetzigen Zeitpunkt unklar ist, ob PS5-Updates für PSVR-Spiele geben wird. Zu dem Thema kommen wir auch noch mal gleich. Upload VR konnte nach stundenlangen Testen und Vergleichen keine spürbaren grafischen Verbesserungen zwischen PSVR und einer PS4 Pro und der PS5 feststellen. Ja, jetzt kommen wir mal zu dem Thema, dass PS5 oder Sony ja eigentlich VR aufs Abstellgleis stellen wollte, scheinbar. Und jetzt würden doch noch neue Bundles verkauft. Also ist jetzt die Frage, haben die so viele PSVR noch auf Lager oder werden die weiterhin produziert? Das ist jetzt die Frage. Und ja, aktuell muss es wohl so sein, dass man in Deutschland bei Amazon zum Beispiel ein PSVR-Bundle kaufen kann. Und da liegt wohl auch schon ein Adapter bei. Und auf dem Paket steht sogar, dass es für PS5 und PS4 oder dass man eine PS5 oder eine PS4 braucht, um diese PSVR-Brille zu nutzen. Ist ja auch schon mal erfreulich, dass das wirklich ja, doch nicht komplett tot ist, sondern weiter verkauft wird. Und ja, das freut mich. Und eigentlich sollten nur zwei japanische Bundles erscheinen auf dem Markt. Und da war für den europäischen Markt noch gar nichts irgendwie ja, auf Lager oder wurde nichts angekündigt. Ja, scheinbar so, wie es jetzt ist, können wir uns da doch auf was freuen. Und hier steht auch nochmal dieses Bild auf Reddit, was es gibt. PlayStation 5 oder PlayStation 4 required. Und ja, erforderlich. Und das ist ja eigentlich eine gute Neuigkeit, weil ich dachte eigentlich, die verkaufen jetzt gar keine PSVRs mehr und lassen das so langsam, ja, wie es letztes Mal war, so ausschleichen, das Ganze. Aber scheinbar ist es nicht so. Und ja, zu den ganzen ja, ernüchternden, erfreulichen Nachrichten kommt jetzt noch mal was Erfreulicheres. Mann, ist das ein schweres Wort. Ich habe es aber heute schon. Und ja, PSVR-Spiele mit freigeschalteter Framerate. Also ich bin jetzt hier auf Upload VR und ich habe es einfach mal auf Deutsch gestellt. Dann kann man das vielleicht ein bisschen besser einfach lesen. Scheinbar ist es jetzt so, dass die Frameraten nicht mehr gelockt sind, sondern die sind komplett bei PSVR-Spielen mit der PS5 freigeschaltet. Das heißt, wir können bis zu 90 FPS nutzen und mit einer Auflösung bis 4K. Und ja, das zeigt uns eigentlich, Sony arbeitet weiterhin an Updates und die, ja, es gibt Grafikverbesserungen bei einigen Spielen. Und hier wird zum Beispiel Blood and Truth soll ein Update erhalten, wo wir eine höhere Auflösung haben, schnellere Frameraten, also hier steht ja bis zu 90 FPS und ja, anderen höher auflösenden Texturen und so weiter und so fort. Und ja, das ist eigentlich eine coole News, wie mit der Oculus Quest 2, dass wir da jetzt Updates erhalten, die einfach ja, nur Grafik und Framerate beinhalten. Und ja, damit kann man aber trotzdem den VR-Markt am Leben erhalten bei Sony und kann mit Sicherheit auch einige ja, Spiele nochmal neu verkaufen. Und Blood and Truth soll ja ein richtig guter Shooter sein. Ich habe es leider noch nicht getestet. Ich habe die PSVR ja nicht. Trotzdem finde ich diese News echt mega gut. Gefällt mir, dass Sony da weiterarbeitet. Und ja, gehen wir mal weiterhin zu PSVR exklusiv Blood and Truth. Und ja, das ist wirklich jetzt offiziell angekündigt, auch von Sony und von dem Entwickler von Blood and Truth. Und Sony London gibt bekannt, dass das neueste Update für Blood and Truth exklusiv für PSVR einige wichtige Verbesserungen beim Spielen des Spiels auf PS5 bieten wird. Und ja, das ist eine richtig coole News. Und ja, gut, Gameplay kennen wir alle, ne? Brauchen wir uns jetzt nicht nochmal anzuschauen. Und was steht hier noch so? Es ist nicht komplett super deutsch übersetzt, ist halt von Google, aber man kann es schon echt gut verstehen, finde ich. Und man könnte sich jetzt auch hier mit Englisch durchquälen, aber wir lassen das jetzt einfach mal so.
Es erweitert das Minispiel The London Heist aus PlayStation VR Worlds und wirft Spieler als Elite-Soldaten aus, die in sein Haus in London zurückkehren, wo seine Familie in einen Verbrechenskrieg verwickelt ist. Ich weiß nicht, ob das so gut übersetzt ist, glaube ich jetzt nicht. Und ja, hier steht nochmal, dass es speziell für PS5 aktualisiert wurde. Könnte es große Dinge für Sonys Headset bedeuten. Ja, und das bedeutet für mich auch, dass alte PSVR-Titel alle ein Update erhalten können. Und ja, hier steht jetzt nochmal, dass halt die PS4-Version von Hitman und No Man's Sky halt, ja, man kann sie mit der PS4-Version spielen, aber mit der PS5-Version nicht. Das habe ich ja in der letzten News auch gesagt, und was total nicht einleuchtet. Und vielleicht gibt es da ja auch nochmal Verbesserungen, müssen wir abwarten. Und hier steht jetzt auch nochmal von Upload VR: Wir haben bereits in mehreren PSVR-Titeln auf der neuen Konsole verbesserte Ladezeiten festgestellt. Aber für uns haben diese Spiele tatsächlich so funktioniert, als ob sie eine PS4 Pro verwenden würden. Gut, das war natürlich vor der ganzen News, hat Upload VR das Ganze getestet. Und heute kam ganz frisch raus, es wird Updates geben, die die PS5, ja, PS5, PSVR-Kombi nochmal bei einigen Spielen verbessert. Blood and Truth ist jetzt der erste Titel. Und lassen wir uns einfach mal überraschen, welche Titel dann noch folgen. Und ja, für VR ist eine coole News. Und ja, wir gehen jetzt weiter und schauen uns nochmal die Oculus Quest Elite Strap News an. Wie schon in meinem Elite Strap Video erwähnt, was ich oben in die Infobox packe: Auslieferungsstopp des Elite Straps wegen eventueller Materialfehler. Und hier sehen wir auch nochmal ein Bild von diesem Materialfehler. Es muss wohl hinten, wenn es zum dieser Kopfhalterung geht, Hinterkopfhalterung, muss das Ding wohl reißen. Ich versuche es euch mal zu zeigen. Ich kann es auch nochmal in groß zeigen. So. Und zwar ist das so. Hier muss das Ganze wohl innen reißen, also sieht jetzt wie innen aus. Gut, außen wird es dann natürlich auch reißen, aber hier, das ist genau die Kurve, wo sich das Band immer reinzieht und wieder rausgeht. Und da erschreckt der Ben sich. Brauchst dich nicht erschrecken, Schatz. Und ja, ich denke mal, wenn der Hinterkopf dann hier anliegt und man zieht da dran, dann wirken hier solche starken Kräfte auf dieses Ding hier, und das ja, wird natürlich dann auch ein bisschen ja, gestreckt, sage ich mal. Und ja, wenn es dann Materialfehler gibt, vielleicht haben sie da eine schlechte, ja, Kunststoff-Material-Kombi, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall scheint da was zu reißen. Und es muss wohl ein sehr, sehr geringer Prozentsatz sein, der da wirklich diesen Fehler hat. Es gibt genug User, die wohl überhaupt kein Problem haben mit den Elite-Strap. Das ist erstmal positiv. Und es gibt aber auch Nutzer, die haben echt nur ein paar Tage gespielt, und ja, 3-4 Tage habe ich gelesen, und schon ist das Ding gerissen. Einmal sogar genau hier irgendwo in der Mitte, und das ist echt übel, wenn man so ein Teil kauft. 50 Euro ist eine Menge Geld für nur so einen, ja, es ist wirklich nur ein Stück Plastik und ein bisschen Gummi dran. Und dafür 50 Euro ist schon viel Geld, und da muss das echt auch was aushalten. Und gut, Facebook hat jetzt die Reißleine gezogen und hat sich gesagt, okay, wir gehen den Ganzen jetzt auf den Grund, und die untersuchen das Ganze jetzt, und es werden aktuell keine Elite-Straps mehr ausgeliefert. Ich habe scheinbar noch Glück gehabt. Ich hoffe, ich bin nicht darunter und habe diesen Fehler. Wenn ja, wird es da definitiv noch ein einzelnes Video zu geben. Und ja, also die gehen den Ganzen jetzt auf den Grund. Und ja, der Patrick von die Zockstube ist dem Ganzen auf den Grund gegangen, und schaut mal auf seinen Kanal, denn er hat das ganze Ding ein bisschen missbraucht, würde ich sagen, und bei ihm ist nichts passiert. Er ist quasi einer derjenigen, der ein gutes Elite-Strap bekommen hat scheinbar. Andere Leute haben halt weniger Glück gehabt. Und ja, also es gibt jetzt eine E-Mail von Facebook an Besteller, und ja,
Da steht es drin, wir untersuchen derzeit Kundenberichte zur Qualität. Wir gehen davon aus, dass nur ein sehr kleiner Prozentsatz des Elite-Strap-Zubehörs von Problemen betroffen ist. Da uns sehr daran liegt, unseren Kunden stets die bestmögliche Qualität und so weiter und so fort. Das heißt, die haben sich jetzt gesagt, okay, erstmal untersuchen, welche Charge ist überhaupt betroffen. Jedes Ding hat ja Seriennummern und so weiter. Und die werden dann genau wissen, welche Charge ist da betroffen von diesem Problem. Und dann können die dem relativ schnell auf den Grund gehen. Und ja, wer weiß, was da wirklich schiefgelaufen ist. Ich hoffe, das ist wirklich nur einer der ersten Auslieferungschargen gewesen. Und jetzt gibt es wieder keine Probleme mehr. Aber müssen wir abwarten. Und bei mir ist noch nichts passiert. Ich habe erst einmal damit gespielt. Es ist cool, damit zu spielen. Die Oculus Quest 2 ist nicht mehr so mega frontlastig. Und das Ganze liegt echt super bequem hinten auf. Und ich finde das Teil cool. Aber das Teil ist auch problembehaftet, wie sehr viele Leute berichten mit diesen Rissen. Der Doc, der Zitronenarzt, hat dazu ein Video gemacht. Er berichtet von Knarzgeräuschen beim Bewegen. Da habe ich ja auch schon mal drüber berichtet, auch sein Video gezeigt dazu. Und das alles zusammen hat schon einen sehr, sehr faden Beigeschmack und ist nicht wirklich gut. Aber gut, wenigstens, dass sie jetzt da in Richtung Verbesserung gehen oder Qualitätsmanagement gehen und sagen, okay, wir gehen dem jetzt noch auf den Grund und gucken mal. Und ich denke mal, die Leute, die wirklich von diesem Problem betroffen sind, die werden auch ohne Probleme ein Austauschgerät bekommen. Ja, Leute, das erstmal zu der Hardware-News heute. Jetzt kommen wir in die Gaming-Abteilung und fangen mal an mit Cosmophobia. So, kommen wir zu unserer Cosmophobia-News und ich habe diesen Titel noch überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt und habe jetzt erst dadurch erfahren, weil es auch eine Quest-Version geben wird. Und hier sind wir auf der Steam-Seite für die PC-VR-Version und hier steht Veröffentlichung Quartal 2021. Soll wohl die gängigen Brillen beinhalten, ne? Oder unterstützen, kann im Sitzen und im Stehen gespielt werden. Deutsch wird noch nicht unterstützt, scheinbar. Und es ist ein Survival-Horror Roguelike. Und das heißt, wir werden wahrscheinlich auch sehr oft da sterben. Und ich möchte mir am liebsten jetzt erstmal diesen PC-VR-Trailer anschauen mit euch zusammen. Und danach gucken wir uns auch mal die Quest-Version an. Schauen wir mal, was wir da für Unterschiede sehen. Und ich würde sagen, los geht's. Schauen wir uns mal ganz kurz an. Ich versuche mal das zu stoppen. Wenn er die Tür aufmacht, da sah man ganz kurz einen Monster. Okay, da sieht man nicht viel, ne? Aber es hat irgendwas mit diesen ganzen Sachen zu tun, die da irgendwie auf dem Boden so rumwachsen. Sieht auf jeden Fall sehr creepy aus, muss ich sagen. Und die Soundeffekte waren ganz cool gemacht, fand ich. Man hört auch über dieses wahrscheinlich Wachsen von diesem komischen Zeug, was man da überall gesehen hat. Und grafisch sah es jetzt auch ganz gut aus. Hat mich so ein bisschen an Alien Isolation erinnert, aber jetzt auch nur ganz, ganz, ein ganz klein wenig, sage ich mal. Und
Scheinbar muss man da auch Dinger sammeln, craften. Und wir haben da so eine Art 3D-Drucker gesehen, wo dann was wirklich gecraftet wurde. Und ja, sah interessant aus. Ich mag so Spiele nicht, wo es die ganze Zeit nur dunkel ist. Also ich mag schon mal auch dann Passagen, wo es dann auch wieder öfters hell ist, ne? Und hier scheint ja wirklich diese Raumstation abzusterben und da ist wirklich fast alles dunkel. Man hat die ganze Zeit nur eine Taschenlampe in der Hand und wenn ich jetzt so, sag ich mal, mit Phasmophobia, da kann ich einfach schon mal Licht einschalten. Ich kann zum LKW gehen, das wieder hell und so weiter und so fort. Und ja, aber sah jetzt nicht schlecht aus. Und ich finde cool, dass dieser Titel auch für die Quest erscheint. Und ja, ich würde sagen, schauen wir uns einfach jetzt mal den Quest 2 Trailer an. Oder Quest Trailer. So, und los geht's. So eine Drohne. Kleiner Jumpscare. Ja, Leute, das war die Quest-Version und ich denke mal, das war wirklich Quest-Gameplay und kein Quest 2-Gameplay. Quest 2 wird wahrscheinlich auch wieder grafisch ein bisschen besser aussehen. Also man sah jetzt schon ziemlich abgespeckte Grafiktexturen und Soundeffekte waren weiterhin gut. Nimmt den Ganzen natürlich auch so ein bisschen ja, an Tiefe, sage ich mal. Und an Immersion, aber ich denke mal, creepy ist trotzdem auch mit der Quest. Ja, also sieht nach einem coolen Titel aus, einen coolen Horrortitel. Ob es jetzt mein Geschmack ist, weiß ich nicht. Was sagt ihr dazu? Ist das ein Titel für euch? Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Würde mich interessieren. Und was sagt ihr zum PC-VR- und Quest-Vergleich? Würde mich auch mal interessieren, was ihr dazu so denkt. Und ja. Jetzt kommen wir zum nächsten Titel und das ist After the Fall. Ja, Leute, After the Fall wird sich leider ein wenig verspäten. Es ist ein Titel, auf den ich mich mega freue, denn Vierer Koop-Gameplay in VR, mega. Also da freue ich mich sehr drauf. Das ist genau das, für was VR auch gemacht ist. Natürlich spielen oder sind Singleplayer-Spiele auch gut, aber sowas macht mir auch mega viel Spaß und ja, ich bin gespannt, wie das Game so wird. Wir gucken uns auch gleich nochmal Trailer davon an, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Und ja, jetzt hat der Entwickler bekannt gegeben, das eigentliche Veröffentlichungsdatum 2020, also Ende 2020, wird leider nicht eingehalten werden können. Es wird irgendwann, ja, Early 2021, ich hoffe im ersten Quartal, dass sie das damit meinen. Und ja, da gab es jetzt eine Nachricht vom Entwickler Vertigo Games und die erklären halt, ja, dass sie sich dafür jetzt entschieden haben, das erst 2021 herauszubringen, weil sie ja auf jeden Fall ein Spiel rausbringen wollen, was nach ihren Visionen auch funktioniert, was bugfrei ist natürlich auch und da bin ich auch ganz in ihrer Meinung. Also es bringt nichts, wenn sie irgendwas rausbringen, wo dann, ja, sage ich mal, am ersten Tag ein riesen Shitstorm startet, weil nur Bugs da sind und es kein vernünftiges Gameplay, ja, kein Gameplay möglich machen.
Und das hat alles schon gegeben und das kann ein Spiel echt kaputt machen. Und da bin ich auch denen ihrer Meinung, lieber ein bisschen mehr Zeit lassen und ein vernünftiges Game releasen. Klar kommen immer Bugs noch später zum Vorschein, weil es halt mega viele Spieler dann auch spielen und von diesen Bugs dann berichten, die eventuell gar nicht dann wirklich auf dem Schirm waren oder noch keiner erlebt hat vom Entwicklerteam. Aber ja. Also die haben sich jetzt dafür entschieden, auch wegen Corona, Covid-19, das hat natürlich auch alles verlangsamt, schreiben sie hier. Klar, wenn so ein Entwicklerteam dann irgendwie auch eventuell einen Corona-Fall hat, eventuell dann auch ja, mehrere Leute in Quarantäne müssen, ins Homeoffice müssen, das verlangsamt natürlich den ganzen Vorgang. Klar können die im Homeoffice wahrscheinlich auch arbeiten, aber nicht so gut, wie wenn sie wirklich alle im Büro arbeiten. Von daher muss man da jetzt erstmal abwarten. Und ich denke mal, die werden einen auch auf dem Laufenden halten. Aber ich finde den Schritt ganz gut, den sie jetzt machen. Hut ab, Vertigo Games, weil es bringt nichts, ein fehlerbehaftetes Spiel rauszubringen. Und ja, ich würde sagen, jetzt schauen wir uns mal Trailer an vom Game. Es gibt zwei davon. Und ja, die würde ich gerne mit euch gucken und ja, los geht's. After the Cold War ended, we thought things could only get better. Then hell froze over. They're calling this the new Ice Age. Been 20 years. The 80s seemed to lurch from high to high. We injected every designer drug known to man. On a trip to be the best possible you. Playing tag with the hand of God. We scavenged what was once our home to get by. Take our chances with what was once human. All for the sake of our survival. The world was ours once. I say we get it back. Ja, das waren die beiden kurzen Trailer. Der eine zeigte so ein bisschen mehr, auch ein bisschen Gameplay. Und mich erinnert das Ganze so ein bisschen an Destiny. Nicht vom Setting her, aber so vom, ja, wir haben komische Monster, wir haben einiges an Waffen und ja, wir haben Koop-Gameplay, sage ich mal. Und ja, ich denke mal, also wenn man diese ganze Anzahl von diesen Monstern, Zombies sieht, da ist mit Sicherheit auch Teamplay gefragt und ja, da freue ich mich schon mega drauf. Und es sah so aus, dass auch wirklich so einen ja, so einen Werkbank gibt, wo man auch seinen Charakter ja, verbessern kann, sage ich mal, stärker machen kann. Es gibt auch Nahkampfwaffen, wie wir gesehen haben. Ich denke mal, man muss Blaupausen finden, um auch Waffen herzustellen. Und dieser kleine Computer, den wir da gesehen haben, der erinnerte mich so ein bisschen an Fallout. Da sah man ja dieses Männchen mit, das so machte. Und ja, ich denke mal, das wird wirklich der Charakterbaum dann sein, den man dann verbessern kann. Und ja, sieht echt cool aus. Und grafisch sah das ganz okay aus. Die haben jetzt nicht übertrieben in dem Trailer, fand ich. Also ich denke mal, das ist wirklich das auch, was wir erwarten können. Und ich freue mich auf das Game und bin auch gespannt, was ihr dazu sagt. Freut ihr euch auf das Game? Ist das was für euch? Oder sagt ihr so, nee, lass mal, das ist gar nichts?
Natürlich muss man da erstmal abwarten, wenn es da wirkliches Gameplay mal von gibt. Es soll auch eine Beta stattfinden. Da kann man sich auf der After the Fall-Seite für anmelden. Und ich bin gespannt, wann die mal startet. Und dann kann man eventuell so ein bisschen mehr sagen. Vielleicht auch zeigen, wenn es keine, wenn es kein Embargo gibt. Aber meistens ist es so, dass dann wirklich ein Embargo ist und man darf kein Video, Fotomaterial davon zeigen. Aber müssen wir jetzt einfach mal abwarten. Ja, Leute, kommen wir zum nächsten Shooter und das ist Contractors. Auftragnehmer VR kommt Anfang nächsten Monats zur Oculus Quest. Ja, Contractors VR ist natürlich gemeint und ja, cool, dass es jetzt auch für die Oculus Quest 1 und 2 erscheint. Und das passiert am 3. Dezember. Und da kommt es offiziell raus. Es gab wohl eine Version, die man auf dem Discord-Server sich irgendwie runterladen konnte und per Sideload, glaube ich, dann auf die Quest bringen konnte. Habe ich nicht gemacht. Und es gab jetzt auch ein großes Update im Juni diesen Jahres für Contractors. Ich habe echt schon lange nicht mehr reingeguckt. Das letzte Mal, wo ich reingeguckt habe, wurden wir so dermaßen weggeknallt. Das war schon nicht mehr schön und teilweise waren auch mehrere Leute der Meinung, dass da auf jeden Fall auch irgendwie Hacker unterwegs waren. War damals auch wirklich, ja, im Internet konnte man nachlesen, ich glaube Reddit und so, dass da sehr, sehr viele Leute gemeckert haben. Die müssen wohl daran gearbeitet haben. Ob es wirklich besser geworden ist, kann ich momentan noch nicht sagen. Aber ich finde es cool, dass es jetzt für die Quest rauskommt, weil genau bei so Titeln, da ist es super, dass man kein Kabel hat. Man kann sich die ganze Zeit permanent drehen und natürlich muss man Grafikabstriche machen, aber trotzdem kann man sich da auf ein richtig cooles Game, einen coolen Shooter. Also mir hat das Spiel immer mega Spaß gemacht, auch wenn ich da nicht der Beste drin war. Aber schon ein cooles Spiel, muss man sagen. Und es soll 20 Euro kosten. Am 3. Dezember, wie gesagt, erscheinen und Onward hat ja auch eine Quest-Version bekommen und dann gibt es noch das Population One, was ja auch sehr beliebt ist. Ich habe es mir noch nicht geholt, weil ich momentan eh keine Zeit habe, das zu zocken, aber ich werde es mir definitiv noch holen und auch auf meinem Kanal mal zeigen. Ja, Leute, ich möchte mir gerne jetzt nochmal einen Contractors Quest-Trailer anschauen und dann können wir da nochmal ganz kurz drauf eingehen. Film ab! War es schon. Das ging schnell. Es soll auch so sein, dass es Crossplay gibt mit SteamVR, mit Oculus-Benutzern, die auf dem PC spielen. Und noch besser ist, dass das Spiel auch Crossplay unterstützt. Das heißt, ihr kauft die Oculus-Version, könnt es für die Quest benutzen, ihr könnt es dann auch für die Rift S benutzen und sehr wahrscheinlich dann auch mit Revive auf anderen Geräten zocken, aber das muss man natürlich noch abwarten, ob das dann gut funktioniert. Ich habe die Steam-Version, von daher muss ich mal gucken, ob ich da auch die Oculus-Version bekomme. Und es sah jetzt okay aus, sage ich mal. Es war wirklich Quest-Gameplay und ich finde immer, dass das Spielprinzip halt einfach mega viel Spaß machen muss und das tut es. Und da ist die Grafik meiner Meinung nach auch zweitrangig. Und klar können wir keine mega Grafik-Highlights da auf der Quest erwarten, auch nicht auf der Quest 2. Dafür ist die Technik einfach noch nicht so weit. Also da müssen wir echt noch Abstriche machen zum PC. Man hat nicht ohne Grund im PC eine Grafikkarte, die so lang ist und so dick ist, ne? Also es kommt nicht von ungefähr. Dafür machen die autarken Brillen aber einen verdammt guten Job, muss ich sagen. Und ja, ich freue mich auf Contractors und ich hoffe, ich kann es auch irgendwie testen. Und kommen wir jetzt zum nächsten Titel und das ist Star Wars. Ja, Leute, am 19. November erscheint Star Wars Tales from the Galaxy Edge auf der Quest. Und diese Rolle spielt Yoda, steht jetzt hier bei Mix.de. Und wir lernen Meister Yoda kennen. Das Ganze spielt ja eigentlich nach Episode 8 und Spoiler,
Meister Yoda existiert ja eigentlich gar nicht mehr. Und warum, wieso, weshalb wir ihn denn trotzdem kennenlernen, steht hier. Und wir spielen einen Droidentechniker, der nach einem Weltraumangriff auf dem Planeten Batuu notlanden muss. Und wir sind dann in der Kneipe Black Spire Outpost und lernen einen Barmann kennen, der ein begnadeter Geschichtenerzähler ist. Und er erzählt die Geschichten so gut, dass man wirklich selber in die Rolle des Protagonisten dann schlüpfen kann, wovon berichtet wird. Und ja, wir schlüpfen in die Rolle des weiblichen Jedi-Padawan Adi Sansi. Und ja, da taucht irgendwie ein altes Relikt auf. Eine uralte böse Kraft wird dann innerhalb eines Tempels freigesetzt. Und Adi ist die einzige Überlebende. Und sie kontaktiert den Jedi-Rat, woraufhin Meister Yoda zu Hilfe eilt. Und ja, mit Meister Yoda an der Seite können wir dann quasi im Tempel das Böse bekämpfen, denke ich mal. Ja, Star Wars Tales from the Galaxy Edge erscheint am 19. exklusiv für Oculus Quest und kostet 24,99. Ist natürlich nicht wenig, aber ja, hat natürlich die Star Wars Lizenz. Und ja, eine Fortsetzung ist auch schon für 21 angekündigt worden. Und es wird mit Sicherheit richtig cool werden. Die Frage ist, wie lange das Ganze dann sein wird. Und ja, da müssen wir jetzt einfach mal abwarten. Ja, es ist halt Star Wars, ne? Da muss sich jeder im Klaren sein. Die letzte Erfahrung Star Wars war, ging ja auch nicht so lange, aber es ist halt Kult und den Kult bezahlt man dann natürlich auch gerne. Und ja, ich fand's cool und ich würde sagen, oder ich finde Star Wars cool und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt nochmal den Trailer an und können dann nochmal ganz kurz darüber berichten. Los geht's! Back when this place was a hub on a hyperspace route, the Jedi set up a temple not too far from here. There's something wrong with this place. They're gone. I don't feel any of them. No. Lost the temple is. You, it does. Ja, das war der Trailer. Temple of the Darkness heißt der Trailer. Und ja, cool, dass man an der Seite von Meister Yoda dann wirklich auch kämpfen kann. Und wir haben gesehen, wir kriegen auch ein paar Jedi-Fähigkeiten. Ne? Wir können mit unserer Hand Dinge, die weiter weg sind, bewegen. Wir haben ein Laserschwert und ja. Ich bin gespannt. Ich werde es mir mit Sicherheit holen, weil ich mega seit der Kindheit mega Star Wars Fan bin und habe die als Kind die ersten drei Teile, die es damals gab, hoch und runter gespielt, sage ich mal. Und ja, da ist man echt froh, dass man sowas dann jetzt auch in VR erleben kann. Ja, Leute, vom bösen Tempel gehen wir dann auch zum nächsten Bösen und das ist Agony. Das Flat Game Agony bekommt eine VR-Version spendiert. Es gab jetzt einen Twitter-Beitrag, den gucken wir uns gleich mal an und schauen wir uns erstmal, um was es sich hier geht. Also man ist in Agony eine ja, Seele in der Hölle und ja, man muss da seine Reise beginnen, sage ich mal, und versuchen da irgendwie aus der Hölle rauszukommen, so wie ich es jetzt verstanden habe. Es ist am 29. Mai veröffentlicht worden, 2018, und ist von den Mad Mind Studios. Es hat nicht wirklich sehr, sehr, nicht sehr gut abgeschnitten, aber die meisten Spieler haben wohl gesagt, dass eine VR-Version helfen könnte, das Ganze ja intensiver zu gestalten, dass man auch mehr Angst hat. Und ich habe selber nicht gespielt. Wenn ihr wirklich das Game in Flat gespielt habt, schreibt es einfach mal unter die Kommentare, wie ihr das fandet und wie ihr es jetzt findet, dass da eine VR-Version von erscheint. Und das Gute ist, es gibt schon eine deutsche Oberfläche, also mit deutschen Untertiteln wahrscheinlich, damit man auch der Story folgen kann. Das Ganze soll ungefähr 8 Stunden dauern
Und ja, 8 Stunden Horror in VR ist schon heftig, ne? Also wenn es dann wirklich so horrormäßig ist. Und ja, schauen wir uns jetzt einfach mal den Twitter-Beitrag an. Und hier sind wir auch an meinen Twitter-Account angemeldet quasi. Und falls ihr Twitter habt, könnt ihr mir gerne folgen, @tupac_VR. Und ja, denn da werde ich auch immer mal wieder ja, was posten, wenn es Livestreams gibt und so weiter und so fort. Und ja, dann bekommt ihr das darüber auch mit. Aber jetzt erstmal hier zu der News. Und Ignibit, das ist ein Entwickler, der hat Zero Killed gemacht. Das war dieser Shooter. Ist nicht wirklich gut angekommen, glaube ich. Aber die haben jetzt eine Kooperation geschlossen mit Madmind Studios. Und ja, die entwickeln jetzt die Agony-Version in Virtual Reality. Und mehr gibt es dazu auch noch nicht. Welche Brillen unterstützt werden, kommt es auch für die Quest? Dazu gibt es noch gar nichts. Das ist jetzt eine ganz frische Info, sage ich mal. Und ja, ich bin gespannt, wenn es da was Neues gibt. Sie schreiben ja hier: Stay tuned, as more content is coming soon. Und ja, wenn es dann was Neues gibt, werde ich mit Sicherheit auch in meiner News-Sendung wieder erwähnen oder mal zeigen. Und es gibt einen Gameplay-Trailer, den schauen wir uns jetzt mal ganz kurz an. Der geht aber 8 Minuten. Wir skippen den mal ein ganz klein bisschen durch. So. Schauen wir mal, was wir hier haben. Schon ziemlich heftig, oder? Ja, so sieht die Hölle aus. Oder so stellt sich das Entwicklerstudio die Hölle vor. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das in VR echt heftig sein kann. Besonders Soundeffekte und so. Ja, das war mal ein bisschen Gameplay-Trailer. Wer mehr sehen will, also auf YouTube gibt es zu unter Agony so viel Let's Plays und so weiter. Schaut euch das einfach mal an. Aber könnte in VR schon heftig sein? Wie es jetzt in Flat war, kann ich nicht beurteilen. Sah sehr blutig aus und ja, steht ja auch hier: Horror, Erotik, Sexual Content, Gore, Dämonen. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat die Sendung heute hier gefallen und wenn ja, wenn ihr meinen Kanal unterstützen möchtet, könnt ihr das gerne durch ein Like tun, durch ein Abo, durch Kommentare. Wenn ihr wollt, eine Spende, da freue ich mich natürlich auch immer drauf und ja. Was soll ich noch sagen? Ich hoffe, euch hat die Sendung hier gefallen. Für Anmerkungen, ja, Diskussionen könnt ihr gerne immer unter die Kommentare schreiben. Können wir gerne über gewisse Themen dann sprechen. Ihr könnt uns gerne auf dem Discord besuchen bei den drei Flatingos. Da bin ich mit dem Chris Reality und den Hoshi82. Wir haben einen gemeinsamen Discord und der Link dazu steht unten in der Beschreibung. Da stehen auch meine Spendenlinks von Tipeee-Stream. Da gibt es einen Amazon Affiliate Link. Wenn ihr den benutzt bei Amazon Käufen, dann könnt ihr ja, mich unterstützen, zahlt aber keinen einzigen Cent mehr. Also ihr klickt den einfach an, macht eure Bestellung fertig und schon weiß Amazon, okay, ihr habt über meinen Link gekauft und ja, dann bekomme ich einen kleinen Prozentsatz davon, sage ich mal. Aber ohne dass ihr wirklich was mehr zahlen müsst. Ja, Leute, das erstmal dazu und ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao.